Das. Wir fangen mit dem Eichhörnchen an. Das Eichhörnchen, Anatomie und Biologie, alternative Fakten fürs Referat, Parodie. Das habe ich bei, muss ich ehrlich sein, habe ich bei Flip Floyd mal gesehen. Flip Floyd hat darauf reagiert. Die habe ich abonniert, Flip Floyd. Da gucke ich öfters bei denen mal rein. Die haben das mal gesehen. Die haben, glaube ich, auf was anderes reagiert. Ich glaube, worauf haben die reagiert? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Welches Tier war das? Auf jeden Fall, dieser Kanal macht so Faktenvideos, bloß halt mit lustigen alternativen Fakten, die also die halt wirklich Brain AFK sind, die halt wirklich die Flachwitze, einen Flachwitz nach dem anderen. Schaut selbst, wenn ihr gleich los, also einmal entspannen, Lachmuskeln entspannen, mit Lachen. Lach- und Sachgeschichten, sozusagen, über die Natur und die Tiere. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen ist ein weltweit verbreiteter Nager aus der Familie der Hörnchen. Neben dem Eichhörnchen gibt es noch zahlreiche weitere Hörnchenarten, wie zum Beispiel das Eishörnchen, das Einhörnchen. Und ich glaube, das haben sie auch geguckt bei Flip Floyd, aber egal. Es ist mein Kanal, ich gucke. Gut, das ist bei mir jetzt hier. Das ist übrigens genau mein Humor. Das ist mein Humor, ist so flach, das ist das da, das da. Brauchst gar nicht die Uhr zu springen, brauchst nur ein Bein zu heben. Das Schokohörnchen. Echt, ganz leicht heben. Das Nashörnchen. Das Eichkätzchen. Das Streifenhörnchen. Diese Animation, die dort gemacht ist, dieses Animation, das ist für nichts und für nichts. Das ist halt auch dieser Aufwand, der gemacht wird für. Ich finde es halt einfach genial. Das Backenhörnchen. Das Nusshörnchen. Oder das Flughörnchen. Oh Mann. Hörnchen haaren im Herbst heftig. Der Fellwechsel hin zum wärmenden Winterfell steht an. Dabei verlieren Hörnchen auch ihre Hörnchen. Das Winterfell ist notwendig, da die Eichhornhaut sehr, sehr dünn ist und sich das Eichhörnchen mühsam ernährt. Es gräbt sich vor dem harten Winter in den Boden ein und buddelt sich erst im Sommer zur Nussernte wieder aus. Höchstens, wenn das Hörnchen Horndrang verspürt, erwacht es kurz aus seiner Winterruhe. Eichhörnchen fressen allerdings nicht nur Nüsse, sondern auch die namensgebende Eiche. Eichhörnchen können durch individuelle Rufe im Ultraschallbereich über weite Strecken kommunizieren. Daher auch das Sprichwort, jedes Hörnchen gibt ein Tönchen. Hören sich zwei paarungswillige Horny-Hörnchen, so finden diese so zueinander. Zur Kopulation nutzt das Hörnchenmännchen seine Hörnchennudel. Hörnchen hassen hohe Höhen und Hornissen. Deswegen leben Hörnchen in heimeligen Höhlen. Eichhörnchen gelten übrigens als das unaussprechlichste Tier der Welt. Nur ein sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung besitzt die Fähigkeit, das Wort Eichhörnchen korrekt auszusprechen. Sag ich doch Eichhörnchen. Eichhörnchen? Eichhörnchen. Eichhörnchen? Eichhörnchen. Genauso verhält es sich übrigens mit dem englischen Squirrel. Squirrel? 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 Und selbst das französische Hörnchen, Croissant, bereitet vielen Schwierigkeiten. Croissant? Croissant. 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 Genau. Ja. Klotube. Könnt ihr auch mal dort vorbeischauen und da mal mich nach oben und ein Abo da lassen. Aber wir können gleich mal weitermachen. Wir können ja können gleich mit dem nächsten weitermachen. Die Ente. Passt bestimmt ja auch noch rein. Die Ente. Das Video auf YouTube. Das erste Entenexemplar wurde erst um 1900 von Vicente Levente entdeckt. Prominente Vertreter sind die Hausente, die Wildente,
Die Stockente. Die Abonnenten. Ah, die Abonnenten, die Abonnenten. Das ist ja, das ist die, die kennt man, die sind mir sehr bekannt. Die Abonnenten. Die Studierenten. Hm, auch wichtig. Die Aldente. Die Berliner Regierente. Die Rente. Ja. Die Brente. Steht doch schon im Wasser. Die Gummiente. Die Badeente. Schön. Und die WC-Ente. Wollte gerade sagen, die WC-Ente fehlt. Die Polente. Die Happy End. Die High End und die Open End. Hm. Die italienische die Niente. Die laufende Laufente. Sowie die sich meist in einer Kurve befindenden Stauente. Vor der Paarung der Enten kommt es zwischen zwei Endgegnern zum Endkampf. Super Entio. Super Entio Boss. Ja. Sehr schön. Nur eine Ente setzt Akzente und gewinnt. Sorry, but your chicken is in another castle. Die nun abstinente, flennende Ente zieht sich enttäuscht und entnervt zurück. Der endgeile Endkampfsieger macht der Entin Präsente und begattet bei entsprechendem, entenansprechendem Ambiente die enthemmte Entin mit seinem Enterhaken. Die Entin legt daraufhin entweder ein oder zwei Enteneier. Die Enteneier brechen entzwei, es entschlüpfen entzückende Jugendliche. Hm. Enten haben enorme Entertainer-Qualitäten. Enten. So wird an Wochenenden oft über sie auf dem deutschen Fernsehsender NTV berichtet. Oh, Scheiße. Der Ente zu Ehren wurde nach ihr sogar eine Taste der Tastatur benannt. Die Ente-Taste. Ach. Aber Enten sind oft krank. Die Witze sind immer so. Leiden entsetzlich das unter permanent. Füße hoch, das kommt flach. Das sag ich nur. Alternative Fakten fürs Referat. Entzündungen. Enten hausen in entwässerten Einzimmerappartementen. Im Endeffekt leben Enten auf allen Kontinenten. So, Ente. Ja, Ente gut, alles gut. Das ist, man kennt's. Ach du.